Mit diesem Hubschrauber bin ich unzählige Male abgestürzt. Er sieht auch ziemlich zerstört aus. Die ganze Front hier vorne fehlt. Vom Fahrwerk ist auch nur noch ein Drittel übrig. Da ist auch was abgebrochen. Also insgesamt würde ich sagen, minimale Gebrauchsspuren sind vorhanden. Aber das Wichtigste ist doch, dass er noch fliegt. Was ziemlich erstaunlich ist nach dem, was er alles mitgemacht hat. Und heute habe ich mir als Ziel vorgenommen, das erste Mal erfolgreich auf dem Kopf zu fliegen und mich dann auch wieder umzudrehen, ohne dass der Hubschrauber abstürzt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieses Szenario enden wird. Also entweder werde ich es schaffen oder der Hubschrauber wird einfach komplett zerberstet. Doch bevor wir jetzt mit dem Militärhubschrauber hier fliegen gehen, möchte ich mich nochmal hier um diesen Riesenhubschrauber kümmern. Ja, den hat es letztes Mal leider auch erwischt. Und genau deswegen werde ich ihn jetzt reparieren und danach werden wir mal gucken, ob er noch fliegt oder halt nicht. Denn das habe ich noch nicht getestet. Also, den Rotor hier hinten habe ich jetzt gewechselt, der ist neu. Ansonsten hier die zwei Rotorblätter, die habe ich leider nicht auf Lager, aber ich denke, der wird auch so fliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel ausmacht. Hier unten ist das hier auch abgebrochen. Das habe ich neu auf Lager, aber soll ich das jetzt schon dran klatschen? Ja, komm, das machen wir auch kurz dran. Und er ist wieder wie neu. Ich habe mir gedacht, bevor ich gleich rausgehe, auf gut Glück versuche ich es erstmal hier im Simulator. Also im Prinzip ist das ja ganz einfach. Wenn ich den Helikopter in der Luft habe, muss ich mich einfach umdrehen und dann... Ich muss ihn nur einfach genug in der Luft haben und dann drehe ich ihn einfach um und dann muss ich umdenken und rückwärts quasi fliegen, so wie ich es jetzt gemacht habe und dann sollte das schon funktionieren. Ich meine, schaut es mal an. Ich fliege hier doch wie ein Profi, aber im Simulator ist es einfach viel einfacher als in echt. Nichtsdestotrotz, komm schon, let's go. Ich zeige euch, wie das hier geht. Einfach so, zack. Und dann, wenn ich oben bin, verliere ich komplett die Kontrolle. Stellt euch das mal vor. So, und jetzt habe ich ihn doch schon gesaved. Das ist doch gar nicht so leicht. Und seitlich, gar nicht so schwer, meine ich. Und seitlich ist das auch überhaupt nicht schwer. Schaut euch das an, ich habe es hinbekommen. Und jetzt lege ich hier noch eine richtig geile Landung hin. Und dann würde ich sagen, also die Landung ist das Schwierigste. Die Landung ist so schwer. War perfekt. Gehen wir raus, ich bin bereit. Der Hubschrauber ist verbunden. Ich habe da noch meine Kamera dran geklatscht an den abgebrochenen Flügel, so als Gewichtsausgleich. Die Wetterbedingungen heute sind zum einen sehr gut, weil es nicht so windig ist, aber auch sehr schlecht, weil, wie ihr sehen könnt, sehr neblig ist es. Ach, was soll schon schief gehen? Starten wir die Motoren. Ich fliege mich erstmal ein bisschen warm. Oh ja, yeah, die Kamera ist an. Hoffentlich werde ich sie nicht verlieren. Und wir fliegen. Wir sind tatsächlich in der Luft. Let's go. Alter, der fliegt einfach noch so schön. Schau dir das an, Schatz. Unglaublich, ne? Ist echt so. Oh yeah, let's go. Komm, Vollgas. Ey, komm, ich seh den bald nicht mehr, ne? Alter, komm, wie schnell der ist, ey. Oh, das hat sich nicht gesund angehört gerade eben, oder? Nee. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, man merkt ein bisschen, dass der Gyro nicht mehr ganz so gut arbeitet. Aufgrund der ganzen Stürze. Aber man kann auf jeden Fall noch fliegen. Man kann sowas von fliegen. Wenn ich das kann, dann kann das jeder. Oh. Aber vielleicht liegt es auch einfach an der Kamera, ey. Okay, ich komme zurück und versuche erstmal zu landen. Let's go, let's go, let's go. Das wird so eine geile Landung. Schau dir das an. Oh Gott, ist das eine geile Landung. Alter, 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 alter. Oh. Perfekte Landung, oder? Tja, was soll ich sagen? Der erste Flug, der war richtig geil, hat Spaß gemacht. Ein paar schöne Aufnahmen haben wir hoffentlich auch hinbekommen. Ich mache jetzt die Kamera ab und als nächstes versuche ich echt mal kurz auf den Kopf zu fliegen. So wie halt in dem Simulator. Oh, ich bin so aufgeregt, ey. Aber ich starte einfach den Motor. So, bist du bereit, Schatz? Ja, bist du bereit? Ey, komm, der hängt echt ein bisschen schief, ne? Ja. Ich bin sowas von bereit. Let's go, ich riskiere es jetzt. Alter, das ist schon was ganz anderes, wenn man auf einmal frei fliegt. Oh. Hey, kann man den überhaupt so richtig auf den Kopf fliegen? Weil irgendwie geht ja der Motor aus, wenn ich den auf den Kopf stelle und ich will dann ja in die andere Richtung fliegen, weißt du? Ich glaube, der ist gar nicht dafür gemacht, so auf den Kopf zu fliegen, hä? Das war gar nicht so ein heftiger Absturz, glaube ich. Oh, der zweite Flügel, den hat sich ein bisschen erwischt, aber er ist noch dran. Der Akku hängt hier sogar noch drin, das gibt's nicht. Zwar nicht mehr ganz, aber das ist noch okay. Der Hubschrauber ist an.
Und mal gucken, ob er noch fliegt. Er sieht doch gut aus, oder? Ja, nochmal probieren jetzt. Wow. Soll ich nochmal frei fliegen? Ja. Ja, okay, komm, was soll's. Alter, wie schnell der auf einmal ist, ne? Ach du Kacke. Ja, ich komm hinterher nochmal. Der ist aber viel schneller, wenn er frei fliegt. Guck mal. Oh, und bin ich ein guter freier Pilot? Ja, nein. Das war so ein heftiger Crash. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr kaputt gegangen. Meinst du? Wow, wow, wow. Zieht euch das rein, Freunde. Der ist so heftig eingerastet. Aber ich glaube, der fliegt noch, ne? Der zweite Flügel ist jetzt auch weg. Das ist aber, das ist gut. Jetzt ist er wieder vielleicht im Gleichgewicht. Komm, wir starten den Hasen nochmal. Alter, der fliegt besser als vorher jetzt. Guck mal. Richtig schön. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fliegt er jetzt sogar noch besser. Zieh dir das rein, ey. Let's go. Alter, ich hab gerade schon Angst, dass ich umhaue, ey. Komm, ich mache jetzt nochmal einen richtig schönen Flug, möglichst nah am Boden. Oh, das war geil, oder? Tja, Freunde, was soll ich sagen? Dieser Hubschrauber ist ein wahrhaftiger Militärhubschrauber. So wie es aussieht, ist er wirklich unverwüstlich. Das Ding fliegt einfach immer noch. Es hat schon so viele Stürze überlebt. Ich würde sagen, ich lande jetzt erstmal hier schön entspannt. Eine richtig schöne Landung legen wir hin, schön weich und oh yeah, wir machen die Motoren aus. Also dieser Militärhubschrauber ist wirklich eine 10 von 10. Empfehlung geht da raus. Hätte ich niemals gedacht, dass er so stabil sein wird. Holen wir nochmal den ganz großen raus. Den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal prüfen, ob der fliegt oder nicht. Der fette Hubschrauber ist startklar. Kamera ist auch dran. Na, ich versuche mein Glück, ne? Oha, der hört sich einfach so böse an. Oh, ich glaube, der hat ein Problem, ne? Ich kann den nicht mehr starten, oder? Mach das aber nochmal. Ich will es nochmal sehen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was war das denn? Hey, was war das? Freunde, das war echt wild. Also, wie ihr sehen konntet, wenn der Rotor so ein bisschen beschädigt ist, wie jetzt hier, dann kann man damit nicht mehr fliegen. Dann kann man damit überhaupt nicht fliegen. Ansonsten, Alter, der ist so eingerastet. Aber ich glaube, da ist noch alles in Ordnung, oder? Ich vermute ganz stark, da ist noch alles in Ordnung. Nur die Rotorblätter sind abgebrochen. Es sah so heftig aus, weil die brauche ich ja sowieso neu. Also von daher ist es jetzt gar nicht so wild, aber es war einfach krank. Kaum höre ich auf dich, passiert sowas. Du hast gesagt, noch einmal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gut unterhalten hat. Hier könnt ihr das spektakuläre Johnny Hunt Hubschrauber-Video anschauen. Und ansonsten sehen wir uns. Peace.